Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Verbesserung der Unterrichtsqualität durch verstärkte Lehrerfortbildung und Verringerung des Unterrichtsausfalls. Hier berichtet der Abg. Klein. Ich erteile ihm das Wort. Ich darf Ihnen zum vorliegenden Gesetzentwurf der FDP-Fraktion die Beschlussempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses mitteilen. Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und LINKEN gegen die Stimmen der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Abzulehnen. Ja, ich wollte um die Uhrzeit. Ich wollte um die Uhrzeit mal prüfen, ob noch jemand zuhört. Das heißt natürlich abzulehnen. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die antragstellende Fraktion Herr Kollege Greilich, FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der freudsche Versprecher des Kollegen Klein macht deutlich, irgendwo hat er schon gemerkt, dass die Beschlussempfehlung nicht das Richtige wiedergibt, sondern dass etwas anderes die richtige Entscheidungsweise wäre. Meine Damen und Herren, jetzt nach gut zwei anstrengenden Plenartagen kommen wir in der Tat noch einmal zu einem wichtigen Thema, nämlich zu zwei wesentlichen Punkten, die Regelungsinhalt unseres Gesetzentwurfs sind. Das erste ist das wichtige Thema der Verbesserung der Fortbildungsangebote für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Und das andere ist die Verminderung des Unterrichtsausfalls im Lande Hessen. Das ist unser Anliegen. Fast 350.000 Unterrichtsstunden jedes Jahr, die ausfallen, die unnötig, weitgehend unnötigerweise ausfallen, das ist zu viel. Wir haben das aufgegriffen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem es entsprechende Beschwerden aus der Elternschaft gab. Wir sind im Kulturpolitischen Ausschuss befasst gewesen mit entsprechenden Petitionen. Wir hatten die Zahlen abgefragt, 350.000 Unterrichtsstunden. Die Zahl hat uns das Kultusministerium nicht genannt. Nein, man hat uns andere Zahlen genannt, und da haben wir mal relativ einfach gerechnet. Ich höre hier schon wieder, wie in den vergangenen Diskussionen, das stimme ja alles nicht. Ich kann nur sagen, Herr Minister, das sind Ihre Zahlen, mit denen ich gerechnet habe, und mir hat noch keiner dargelegt, dass diese Rechnung falsch sei. Sie haben uns mitgeteilt, 59 Teilnehmer pro Jahr an Fortbildungsveranstaltungen, die durchschnittlich 1,3 Tage dauern. Bei einer angenommenen Unterrichtsverpflichtung von nur 5 Stunden pro Tag, tatsächlich ist es im Schnitt mehr als 5 Stunden, und der von dem Kultusministerium angegebenen Quote von 59,5 der Veranstaltungen in der Unterrichtszeit, rechnet man ganz zwanglos aus. Wenn man einfach nur die Regeln von Adam Riese und Eva Zwerg anwendet, dann kommt man auf 347.143 Stunden. Und wenn dann immer wieder der Hinweis kommt von dem Kollegen Schwarz, auch aus dem Kultusministerium, das stimmt ja alles gar nicht und man muss noch dies berücksichtigen und jenes. Das sind Durchschnittswerte. Das sind Durchschnittswerte, natürlich. Und eins sage ich Ihnen auch, Herr Minister. Es ist den Menschen, es ist den Eltern in diesem Land letztlich völlig egal, ob 350.000 Stunden ausfallen oder ob es nur 300.000 sind. Jedenfalls sind es zu viele, die unseren Schülerinnen und Schülern genommen werden. Ansonsten war ja schon bei der Einbringung des Gesetzentwurfs absehbar, dass es gewisse Pavlovsche Reflexe geben würde. Wir haben genau die bekommen. Wir haben ja auch eine umfangreiche Anhörung durchgeführt. Die Verbände haben mit unterschiedlicher Intensität im Wesentlichen gesagt, sie wollen das so nicht. Manche haben etwas differenzierter Stellung genommen und gesagt, es liegt auch an den Fortbildungsangeboten des Kultusministeriums und seiner Institutionen, dass man unzufrieden ist. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen Sie einmal raus aus diesem Elfenbeinturm Hessischer Landtag. Gehen Sie einmal in die Schulen, gehen Sie einmal zu den Eltern, reden Sie einmal mit den Menschen draußen im Land und nicht nur mit den Verbänden, die eben halt auch eine Tendenz haben, sich ein wenig von der Realität draußen zu entfernen. Dann hören Sie andere Aussagen. Dann hören Sie auch von Lehrerinnen und Lehrern andere Aussagen, die nämlich genau wollen, dass sie Angebote bekommen außerhalb der Unterrichtszeit.
und die dort eine andere Auffassung vertreten als die Lehrerverbände im wesentlichen Umfang. Meine Damen und Herren, Pawlowscher Reflex, ich habe es schon genannt, da kam dann der Vorwurf, wir würden ja Lehrerbashing betreiben, wir wollten die Lehrer quälen oder was auch immer. Meine Damen und Herren, nichts liegt mir ferner. Ich weiß zu schätzen, was unsere Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag wieder an der, wenn ich es mal so nennen darf, an der Schulfront für Leistungen erbringen. Das kann überhaupt nicht hoch genug geschätzt werden. Aber das ändert überhaupt nichts an der Tatsache, und die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen wissen das, dass ihre Arbeitszeit sich nicht auf die Unterrichtszeit beschränkt, sondern dass sie natürlich mehr Arbeitszeit haben und dass sie die ausfüllen mit Korrekturen, mit Unterrichtsvorbereitungen und vielen anderen zahlreichen Aufgaben. Das wissen wir. Nur Einzelne der Anzuhörenden, die kennen diesen Unterschied anscheinend nicht. Die meinen, dass die Unterrichtszeit plus so ein bisschen was dazu die Arbeitszeit sei. Ich habe hier mitgebracht das Protokoll. Frau Gergen war es von der GEW, die auf meine Frage, ob ihr der Unterschied bekannt sei zwischen unterrichtsfreier Zeit, Arbeitszeit und Freizeit, erklärte, zur Arbeitszeit kann ich sagen, die Arbeitszeit ist bei Lehrkräften nicht genau definiert. Soweit ich informiert bin, kann man auch nicht sagen, dass sie bis zu 3 Stunden zusätzlich zur unterrichtsfreien Zeit beträgt, sondern es sind alle anfallenden Dienstverpflichtungen dazuzunehmen. Alles, was darüber hinaus nicht von Arbeitszeit oder unterrichtsfreier Zeit besetzt ist, fällt unter Freizeit. Also, meine Damen und Herren, das zeugt davon, dass man offensichtlich sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auch nicht so richtig beschäftigt hat. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Lehrer im Lande Hessen sind ganz überwiegend Beamte, und für die gilt die Arbeitszeitverordnung. Da steht drin, wie die Arbeitszeit ist. Die ist 42 Stunden pro Woche, und es gibt 6 Wochen Urlaub im Jahr, 30 Tage, richtiger gesagt. Alles andere ist Arbeitszeit, und wenn die nicht durch die Unterrichtsverpflichtung abgedeckt wird, ist sie da für die anderen Tätigkeiten. Insofern sollte man immer im Blick haben, dass es hier Unterschiede gibt und sich nicht so verkürzt auf die Situation einstellen. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, Sie sollten nicht nur mit Verbänden reden, sondern auch einmal mit den Betroffenen, mit Lehrerinnen und Lehrern. Es gibt Leute, die machen das. Es gibt sogar Leute, die machen das professionell und fragen mal ab, was dort ist. Es gibt z.B. das IFO-Bildungsbarometer, das neueste aus dem Jahr 2016. Ich habe es hier einmal mitgebracht, weil es anscheinend den meisten nicht bekannt ist. Was ist denn das Ergebnis? Dort hat man Menschen im Lande befragt. Dort hat man auch zahlreiche Lehrer befragt und ihnen z.B. eine Frage gestellt, die man sich wirklich wörtlich, damit man die Antworten bewerten kann, vor Augen führen sollte. Ich lese es Ihnen einmal vor. Die Frage lautete, sind Sie dafür oder dagegen, dass Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet werden, 5 Tage pro Jahr an Fortbildungen teilzunehmen, die von den Schulen finanziert werden, das ist der eine Teil, und außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden. Außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden. Das war die Fragestellung. Genau danach, und zwar in einem Umfang, der weit über das hinausgeht, was üblicherweise von Lehrerinnen und Lehrern in Anspruch genommen wird. Wissen Sie, wie die überraschende Antwort war? Die erste wird Sie vielleicht nicht so überraschen. 83% der befragten Bürgerinnen und Bürger haben geantwortet, sie sind dafür, dass in der unterrichtsfreien Zeit eine solche Fortbildungsverpflichtung besteht. Aber haben Sie sich auch mal, haben Sie eine Vorstellung, was die Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben? Die Lehrerinnen und Lehrer? 68% der befragten Lehrerinnen und Lehrer haben auf diese Frage geantwortet, ja, wir wollen verpflichtende Fortbildungen im Umfang von bis zu 5 Tagen pro Jahr. Meine Damen und Herren, die Lehrerinnen und Lehrer sind weiter als Sie, sie sind weiter auch als die Verbände. Und deswegen sollte man das entsprechend regeln. Und Frau Kollegin Ravensburg, das ist in der Tat schade, dass wir hier eine Gesetzesinitiative machen müssen, weil es ansonsten nicht funktioniert, weil insbesondere die Kultusverwaltung im Lande Hessen nicht in der Lage ist, das umzusetzen. Und ich wiederhole das noch einmal. Wir betreiben kein Lehrerbashing. Ich bin nicht der Auffassung, der führende Sozialdemokrat hat ja mal gemeint, Lehrer seien alle faule Säcke. Das halte ich für eine grobe Beleidigung und für völlig falsch. Aber
Ich weiß auch ganz genau, dass Lehrer nicht, wie ein weit verbreitetes Vorurteil lautet, vormittags Recht und nachmittags frei haben. Aber meint denn jemand ernsthaft, bei ca. 15 Stunden unterrichtsfreier Zeit in jeder Unterrichtswoche, 52 Wochenenden und 12 Wochen Schulferien, 3 beweglichen Ferientagen pro Jahr, sei es nicht möglich, einen oder auch 2 Tage für die Fortbildung herauszuschneiden, ohne dass dafür Unterricht ausfallen muss, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das können Sie nicht ernsthaft behaupten. Ich will nicht noch über ein Gespräch berichten aus der letzten Woche, in dem mir Funktionäre eines Lehrerverbandes, eines nicht unwichtigen, auch gesagt haben, na ja, so Freitagnachmittag, Samstag könnte man sowas ja schon einmal machen. Ich denke, das ist ein Ansatz, der auch belegt, die sind weiter als Sie. Die sind weiter als Sie. Und ich will eines persönlich vielleicht zum Abschluss noch sagen. Wir haben ja auch darüber debattiert, ob man ein Gesetz braucht, um das zu verstärken, was ja heute schon im Gesetz steht, dass nämlich Unterricht, Fortbildung außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden soll. Wir haben die Debatte hier angeschoben, weil wir den Eindruck haben, dieser Gesetzesbefehl ist offensichtlich in den Köpfen nicht angekommen. Der wird nicht entsprechend umgesetzt. Deswegen sage ich abschließend, wenn die Beratung dieses Gesetzes, auch wenn Sie es jetzt wieder besseres Wissen ablehnen werden, dazu geführt hat, dass sich in den Köpfen etwas verändert hat, dass entgegen der bisherigen Praxis entsprechende Angebote von der Lehrkräfteakademie und anderen gemacht werden, dann hat sich die Debatte gelohnt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Degen für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin doch so ein klein wenig irritiert. Ich habe gerade auf dem Weg zum Minister gesagt, ich darf ihm schon wieder unterstützen und ihm den Rücken frei halten, wie schon kürzlich beim Lehrplan Sexualerziehung. Ich will sagen, wir Sozialdemokraten lehnen diesen FDP-Gesetzentwurf ab. Und, Herr Kollege Grallich, ich weiß ja nicht, an welchen Schulen Sie sind, wem Sie sonst alles reden, aber die Probleme, die Schulen derzeit haben, oder das, was mir Kolleginnen und Kollegen dort erzählen, sind andere. Und ich finde es auch nicht, ich finde es unredlich, Herr Kollege Granich, dass Sie hier so tun, als würden Fortbildungen generell nicht freitags, samstags oder in den Ferien stattfinden. Auch solche Fortbildungszeiten gibt es. Und das hier anders darzustellen, finde ich nicht richtig, Kolleginnen und Kollegen. Wir Sozialdemokraten lehnen diesen Gesetzentwurf ab. Ich will 4 Gründe nennen. Der eine ist erst einmal, und ich weiß nicht, wem die FDP in der Anhörung zugehört hat, aber da wurde mehrfach dargelegt, warum ihre empirische Grundlage und die Zahlen, mit denen sie skandalisieren, das machen sie, sie skandalisieren, dass diese Zahlen falsch sind. Weil, da muss ich dann doch sagen, hat das Kultusministerium nicht ganz ordentlich gearbeitet, die rein willkürliche Grenze von 14 Uhr, mit der definiert wird, wann eine Fortbildung unterrichtsfrei oder nicht während der unterrichtsfreien Zeit stattfindet, die ist nicht richtig so. Weil erstens mal es zahlreiche Fortbildungen gibt, die kann man vormittags machen, aber nur weil ich die vormittags mache, heißt das nicht, dass Unterricht ausfällt. Und zweitens, wir haben erst auch gestern über das Thema Ganztag gesprochen. Inzwischen sind wir doch viel weiter. Es gibt doch viele Schulen, die viel länger arbeiten als 14 Uhr und dass selbst eine Fortbildung, die am Nachmittag stattfindet, eben trotzdem auch zu Unterrichtsausfall führen kann. Und wann soll man dann die Fortbildung machen? Ihrer Meinung nach abends um 20 Uhr? Also das ist alles gar nicht praktikabel, meine Damen und Herren. Und wir lehnen diesen Gesetzentwurf auch ab, weil es ist auch schwer vorstellbar, ist. Auch das wurde in der Anhörung deutlich, dass eben eine, wir haben ja leider eine Fortbildungsindustrie quasi, das Land hat sich ja aus der aus zu großen Teilen verabschiedet, dass, wie soll eine Fortbildung organisiert werden, die nur in den Ferien stattfindet oder nur abends? Finden Sie Räume, finden Sie ausreichend Leute dafür? Auch das ist nicht praktikabel, meine Damen und Herren. Und die Frage, Herr Kollege Greilich, die mir keiner beantwortet hat oder die mir immer noch unklar ist, was hat eigentlich das, was Sie mit diesem Gesetzentwurf fordern, noch mit der viel gepriesenen Selbstverantwortung von Schule zu tun, meine Damen und Herren? Was hat das mit Selbstverantwortung zu tun? Sie wollen doch die Schulleitungen jetzt gängeln und denen Vorgaben machen. Vertrauen Sie doch auf die Verantwortung der Schulleitungen, die darüber entscheiden, wann Sie Kolleginnen und Kollegen freistellen können und wann eben nicht, meine Damen und Herren. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf aber auch grundsätzlich ab.
Grundsätzlich deswegen, weil Fortbildung eben kein notwendiges Übel ist, das man mal irgendwie so nebenher macht, sondern Fortbildung ist eines der oder das wesentliche Instrument sogar, um Unterrichtsqualität mit voranzubringen, meine Damen und Herren. Fortbildung ist eben auch dann wirksam, wenn sie nicht in sogenannten One-Shot-Workshops mal kurz nach dem Unterricht, nach der Unterrichtsvor- und Nachbereitung in einer Abendveranstaltung stattfindet. Wir hatten das ja auch in der Enquete-Kommission in diesem Jahr. Da will ich kurz einen Beitrag eben zitieren. National wie international wird kurzen Fortbildungen, halb- oder ganztägige Workshops, die nur einmalig stattfinden, eine nachhaltige Wirksamkeit abgesprochen. Solche eben One-Shot-Workshops sind schon gar nicht geeignet, das Handeln von Lehrpersonen im Unterricht zu beeinflussen. Das Handeln können von Lehrpersonen speist sich in Teilen aus Routinen und Skripts, die sich über einen langen Zeitraum aufbauen und die sich daher kaum durch eine wenige Stunden umfassende Fortbildung verändern oder aufbrechen lassen, meine Damen und Herren. Und das bringt es auf den Punkt. Fortbildungen, die effektiv sind, dauern länger als eine Abendveranstaltung. Und da kann es eben auch einmal dazu kommen, dass die während Unterrichtszeiten stattfinden, meine Damen und Herren. Aber, und auch das gerade ich wissen Sie selbst ganz genau, auch Fortbildungen, die mal vormittags stattfinden, heißt nicht, dass es zu Unterrichtsausfall kommt, sondern auch dann gibt es Vertretungsregelungen. Auch das sollte eigentlich alles planbar sein, meine Damen und Herren. Und ich komme zum letzten Punkt. Und da will ich noch einmal auch auf die Anhörung zu sprechen kommen. Ich fand das ganz interessant. Der Verband Bildung und Erziehung, der hat das noch einmal deutlich zum Ausdruck gebracht. Er hat den Gesetzentwurf als oberflächlich und nicht durchdacht bezeichnet oder auch als überflüssig und zynisch. Aber er sagt auch, dass das eigentliche Problem, dass es am eigentlichen Problem der Lehrerfortbildung vorbeigeht, meine Damen und Herren. Das eigentliche Problem der Lehrerfortbildung ist doch, das hat auch erst kürzlich die gemeinsam von Bund und Ländern in Auftrag gegebene Studie Bildung in Deutschland belegt, dass wir in Hessen leider eine Fortbildungsbesuchsquote haben, die im Bundesschnitt viel zu niedrig ist, und dass wir eigentlich schauen müssen, wie wir Lehrkräfte noch viel mehr motivieren können, Fortbildungen auch an Fortbildungen teilzunehmen, auch Fortbildungen zu gehen, weil eben, das sagte ich schon, Fortbildungen wesentlich für die Unterrichtsqualität sind. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja auch einen Lehrermangel haben, dass wir zunehmend Kollegen leider zum Teil noch mit Zeitverträgen einstellen müssen, die gar nicht immer die volle Lehrerausbildung haben, dass wir natürlich die auch fortbilden müssen, dass wir viel mehr schauen müssen, wie man auch Quereinsteiger eben entsprechend qualifiziert. Und dementsprechend müssen wir Lehrkräfte motivieren, müssen wir Arbeitsbedingungen verbessern. Das geht eben nicht durch Gängeln, Kollege Greilich, sondern das geht eben dadurch, dass man Lehrkräfte angemessen bezahlt, dass man Lehrkräfte auch in der Wochenarbeitszeit schrittweise entlastet und dass man eben Arbeitsbedingungen verbessert, meine Damen und Herren. Das ist der richtige Weg und dazu auch ein ausreichendes Angebot an Fortbildung. In diesem Sinne bleiben wir bei unserer Position der ersten Lesung und lehnen diesen Gesetzentwurf ab, meine Damen und Herren. Das Wort hat Herr Kollege May, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf der FDP ist unnütz. Er schürt Misstrauen gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, und er ist weltfremd. Das alles ist auch in der Anhörung sehr deutlich rübergekommen. Es gab, glaube ich, wirklich selten einen Gesetzentwurf, der so viel Ablehnung erfahren hat, vielen Dank, wie in diesem Fall. Man könnte es schon fast als Akt der politischen Selbstverletzung werten, wenn die FDP den heute wieder aufruft. Ich verstehe das wirklich nicht, dass Sie sich das antun wollen, dass wir da heute noch einmal drüber reden müssen. Der Gesetzentwurf ist deswegen unnütz, weil er nichts ändert. All die ganzen Aussagen von Herrn Kollegen Greilich, was alles so schlimm wäre, müssen doch als Täuschungsversuch verstanden werden, wenn man sich genau anschaut, was Sie dort in Ihrem Gesetzentwurf aufgeschrieben haben. Denn
Was macht denn der Gesetzentwurf? Zu dem Satz, der schon im Gesetz drin steht, dass Fortbildungen grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit stattzufinden haben, wird hinzugefügt, noch einmal das Gleiche und noch einmal das Gleiche. Man kann es kaum glauben, aber es ist so, dass der Gesetzentwurf der FDP darin besteht, das, was sowieso im Gesetz steht, noch ein paar Mal zu wiederholen. Da frage ich mich, wie ernst nehmen Sie sich selbst eigentlich noch? Und es wirft auch kein gutes Licht darauf, wenn Sie dann sagen, Sie wollten die Eltern ernst nehmen. Sie wollten diejenigen, die hier Petitionen eingereicht haben, vertreten. Denn ich gehe davon aus, dass Sie denen nicht so deutlich gesagt haben, na, wir machen jetzt einen Gesetzentwurf und der ändert materiell überhaupt nichts. Oder haben Sie das gemacht? Anstattdessen tun Sie so, als ob Sie hier massive Änderungen vornehmen wollen. Und das ist wirklich der Versuch, die Öffentlichkeit zu täuschen. Und das ist nicht in Ordnung, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Ich will an dieser Stelle noch einmal betonen, natürlich muss man das ernst nehmen, wenn Eltern irritiert sind. Und die Schulleitungen nehmen das, glaube ich, sehr ernst, dass man so wenig Unterrichtsausfall wie möglich hat, dass Fortbildung im Grundsatz in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden soll. Aber wer soll, der darf eben auch anders. Und dafür kann es auch gute Gründe geben. Und dafür sind auch schon Beispiele genannt worden. Es kann das Beispiel sein, dass Fortbildung mit Unterricht verknüpft wird. Es kann auch sein, dass Fortbildung so einfach günstiger stattfinden kann. Oder ist es einfach so, weil es die unterrichtsfreie Zeit, auf die Sie sich immer wieder beziehen, bei Ganztagsschulen so erst einmal gar nicht mehr gibt. Und da wäre es doch unsere Aufgabe als Politiker, zu sagen, wieso es im Einzelfall dazu kommen kann, dass eben eine Fortbildung auch in der Unterrichtszeit stattfindet. Und das meine ich, wenn ich sage, dass Sie mit dem, was Sie hier vortragen, Misstrauen gegenüber den Lehrern und Lehrern schüren. Und ich finde, so kann man nicht mit Lehrern und Lehrern umgehen. Was machen Sie anstattdessen? Sie haben bei dem Gesetzentwurf schon beigefügt eine Hochrechnung über den angeblichen Unterrichtsausfall. Sie haben dann gerade noch einmal gesagt, es hätte Ihnen noch niemand vorgerechnet, warum das nicht stimmen würde. Das ist erstens hier im Plenum schon geschehen, zweitens auch in der Anhörung geschehen. Ich kann da einmal auf Ihre Anhörungsunterlagen verweisen. Da können Sie auf Seite 31 unten das noch einmal feinsäuberlich nachlesen, wo da die Anzuhörenden sagen, dass die 347.000 Unterrichtsstunden pro Jahr als erheblich zu hoch gegriffen zu werten sind. Das ist einerseits dadurch zu erklären ist, dass eben ab 14 Uhr grundsätzlich als unterrichtsfreie Zeit gewertet wird, obwohl es gar nicht gesagt ist, dass die Lehrkraft, die an einer Fortbildung teilnimmt, vor 14 Uhr dann in dieser Zeit, in der sie bei der Fortbildung ist, überhaupt noch im Unterricht gewesen wäre. Das sagt weiter, die Teilnahme von Fortbildung innerhalb der so definierten Unterrichtszeit muss nicht zwingend mit einem Versäumnis von Unterrichtsstunden verbunden sein, eine ausreichende Personalausstattung der Schulen vorausgesetzt. Kann zudem Vertretungsunterricht ohne wesentliche Abstriche gegenüber dem Fachunterricht sichergestellt werden. Und weiter, die in der Oberschlagsrechnung angenommene Unterrichtsverpflichtung von 5 Stunden pro Tag dürfte zudem als deutlich zu hoch gegriffen zu werten sein, da auch hier offensichtlich weder der hohe Anteil von Lehrkräften in Teilzeit noch gegebenenfalls vorhandene Deputate, insbesondere Mitglieder der Schulleitung, auf die etwa 1/10 aller Fortbildungstage entfällt, ausreichend berücksichtigt worden sein. Also alles lang und breit ausgeführt. Und dass Sie das dann immer wieder vortragen, zeigt nicht, dass Sie sich wirklich ernsthaft mit der Sache auseinandersetzen wollen. Sondern da bleibe ich dann dabei, dass Ihr Gesetzentwurf dazu dient, Misstrauen gegenüber Lehrern und Lehrern zu schüren. Und das kann man nicht hinnehmen. Der Kollege Degen ist ja schon richtigerweise darauf hat ja richtigerweise schon darauf hingewiesen, wie das läuft, dass das in Eigenverantwortung der Schulen geschieht. Und da möchte ich kurz noch einmal auch auf die Stellungnahme der Interessenvertretung der Schulleiterinnen und Schulleiter hinweisen, die ja dann letztendlich dort in der Verantwortung ist. Die sagt zum Thema Fortbildung von Lehrkräften, das machen Sie bislang mit wenigen Ausnahmen in Absprache mit den Schulleitungen sehr verantwortungsvoll. Hierbei berücksichtigen Sie, dass Ihre Unterrichte und die Qualität eben dieser nicht negativ beeinflusst werden.
In Ausnahmefällen werden diese, da Unterrichte nicht ausfallen dürfen, über VSS-Lehrkräfte kompensiert. Hierfür steht den Schulen ein entsprechendes Budget zur Verfügung. Zudem erleben wir die Praxis, dass Lehrkräfte aller Schulformen, die ganztägige Fortbildung besuchen, ihren Unterricht bereits im Vorfeld gewissenhaft vorbereiten, damit kein Qualitätsverlust entsteht. Zitat Ende. Das zeigt auch noch einmal sehr deutlich, dass Sie nicht bereit waren, auf die Einwände aus der Praxis zu hören, sondern dass Sie Ihr Bild einfach stellen wollten. Und dieses Bild ist, dass eben Lehrerinnen und Lehrer mutwillig Unterrichtsausfall produzieren. Und das kann so nicht stehen bleiben. Wir werden Ihren Gesetzentwurf deswegen heute ablehnen, weil er eben, wie gesagt, von falschen Voraussetzungen ausgeht, weil er Misstrauen gegenüber der Lehrerschaft streuen will und weil er letztendlich auch überhaupt nichts ändern würde. Was Sie dort heute auf den Tisch gelegt haben, ist vielmehr ein Änderungssurrogat. Sie versuchen damit, denjenigen Eltern, die sich in der Vergangenheit beschwert haben, hinter die Fichte zu führen, und das machen wir nicht mit. Wir sind uns der immensen Bedeutung der Fortbildung für die Unterrichtsqualität bewusst. Wir werden deswegen bei Zeiten das Hessische Lehrerbildungsgesetz verantwortungsvoll und mit großer Sorgfalt bearbeiten. Aber diesen Prozess gehen wir dann gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern, mit den Eltern, mit der Wissenschaft, um die Unterrichtsqualität gemeinsam zu verbessern. Der Gesetzentwurf, den Sie heute vorgelegt haben, der ist dafür untauglich. Er ist vielmehr eine Verschwendung von Energie und Zeit. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern in Hessen, das ist ein Thema, dem sich der Landtag unbedingt annehmen muss, aber auf keinen Fall auf diese Weise. Sie haben es ja schon vermutet, Herr Greilich. Ich werfe Ihnen eine Diskreditierung der Lehrerinnen und Lehrer vor. Denn mit diesem Gesetzentwurf wird unterstellt, unsere Lehrkräfte würden sich durch die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen von ihrer Unterrichtsverpflichtung drücken. Und das ist eigentlich schon ziemlich dreist. In der Umfrage, die Sie zitiert haben, die Frage, wollen Lehrerinnen und Lehrer 5 Stunden Fortbildungen, die haben dann mit Ja geantwortet. Das zeigt eigentlich Ihr Engagement. Natürlich wollen Lehrerinnen und Lehrer Fortbildung. Aber Sie haben den zweiten Teil der Frage weggelassen, nämlich ob Sie diese Fortbildung in Ihrer unterrichtsfreien Zeit oder in Ihren Ferien haben wollen. Und das haben Sie nicht beantwortet. Da haben Sie sicher nicht die Zustimmung bekommen. Die Belastungen an den Schulen sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Sie wissen sicher, dass immer mehr Verwaltungsarbeit dorthin abgeschoben worden ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen jetzt Wirtschaftserwägungen in den Vordergrund ihrer Arbeit stellen müssen. Sie sollen Schulprogramme entwickeln und Rankings durchführen, Statistiken erarbeiten und gesellschaftlich erzeugte Probleme ausgleichen. Also, es finden immer neue Herausforderungen Einzug in den Schulalltag, und die Lehrerinnen und Lehrer, die sollen das mal einfach so nebenbei miterledigen. Da müssen Sie sich gesagt sein lassen, unsere Lehrkräfte drücken sich nicht vor dem Unterricht, ganz im Gegenteil. Es ist so, dass 40 € jährlich für die Fortbildung zur Verfügung stehen, aber viele Lehrerinnen und Lehrer trotzdem weitaus mehr Angebote nutzen. Und übrigens nicht nur Seminare, sondern die lesen ja auch Fachliteratur in den Abendstunden und auch in ihrer unterrichtsfreien Zeit. Eigentlich ist es ziemlich bedenklich, dass man Ihnen das hier noch einmal sagen muss, werte FDP. Lehrerinnen und Lehrer unterrichten nicht nur. Sie bereiten ihren Unterricht vor und nach, sie führen Schüler- und Elterngespräche, haben Klassen- und Schulkonferenzen, konzipieren Schulprogramme, Schulpraktika, Klassenfahrten, Fördermaterial. Ja, sie bereiten Arbeiten vor, korrigieren die und alles Mögliche. Sie sind weitaus mehr als der Mensch, der vorne an der Tafel Rechenaufgaben aufschreibt.
Und weil es zu wenig Sozialarbeiter gibt, sind es auch noch Sozialarbeiter und oft Schulpsychologe und Entertainer und Seelsorger und was sie noch alles sind. Doch vor allem sind sie keine Drückeberger, die man kontrollieren und gängeln müsste. Und sowieso finden sehr viele Fortbildungen außerhalb des Unterrichts statt. Und wenn nicht, dann hat es Gründe, und die sind ja hier auch schon genannt worden. Viele können nicht innerhalb der Unterrichtszeit stattfinden, weil sie mehr Zeit brauchen. Lehrerinnen und Lehrer haben, das sollte man ja nicht denken, aber die haben auch Familien mit Kindern, die versorgt werden müssten. Es gibt dieses Ganztagsangebot und die Ganztagsschulen. Und viertens soll es ja tatsächlich vorkommen, dass Lehrerinnen und Lehrer auch Urlaub haben und dass sie dann auch mal wegfahren. Die haben nämlich auch 30 Tage Urlaub im Jahr. Ich verstehe auch gar nicht, warum ausgerechnet die FDP, die ja bis 2013 jahrelang für den Kultusbereich zuständig war und Unterrichtsausfall beklagt, haben Sie nicht immer versichert, es gäbe eine super Lehrerversorgung in Hessen? Da dürfte es doch problemlos klappen, für Lehrkräfte in Fortbildungen aus dieser Lehrerversorgung Vertretungen zu organisieren, oder? Meine Damen und Herren, die Anhörungen haben auch gezeigt, dass beinahe alle Expertinnen und Experten wenig bis gar kein Verständnis für diesen Gesetzentwurf hatten. Wir schließen uns dieser Verständnislosigkeit mit einem gehörigen Quantum Ärger an. Wenn wir schon über Fortbildung von Lehrkräften sprechen, dann möchte ich, dass wir uns darüber unterhalten, wie das Budget bedarfsgerecht erhöht und wie Lehrkräfte entlastet werden können. Denn diese, werte FDP, leisten in Hessen trotz der schlechten Bildungspolitik der letzten Jahre herausragende Arbeit. Und das gilt auch und insbesondere für die Grundschullehrkräfte, die nicht nur eine besondere pädagogische Aufgabe meistern, sondern zudem auch noch schlechter bezahlt werden als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Schulformen. So und zuletzt. Ich möchte die Weiterbildungsdebatte gerne auch weiterführen, allerdings mit anderen Vorzeichen und vor allem mit Kriterien, die den Lehrkräften das Leben erleichtern und nicht erschweren. Vielen Dank. Zu einer kurzen Intervention hatte Herr Kollege Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin Faulhaber, ich nehme Sie nicht übel, dass Sie das vorhin nicht so schnell aufnehmen konnten. Ich dachte, ich hätte es extra langsam genug vorgetragen, aber ich wiederhole es, weil das Entschuldigen Sie mal. Es ist sicherlich einfacher, wenn man so etwas schriftlich vor sich hat, als wenn man das einmal hört. Deswegen bin ich jetzt vorgegangen, um es noch einmal zu wiederholen. Das führt ja dazu, dass man es besser verstehen kann. Ich weiß, genau, lieber Herr Kollege Schwarz, und deswegen auch für Sie gerne noch einmal, bevor Sie dann noch sprechen werden, einfach nur zu dem Inhalt der Umfrage und dem Ergebnis. Es ging nämlich nicht um 5 Stunden, und es war auch nicht offen, wie da gefragt wurde. Ich wiederhole noch einmal die Fragestellung. Die ist nämlich sehr deutlich und eindeutig. Sind Sie dafür oder dagegen, dass Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet werden, also nicht freiwillig, sondern verpflichtend, 5 Tage pro Jahr, nicht 5 Stunden, sondern 5 Tage pro Jahr an Fortbildungen teilzunehmen, die von den Schulen finanziert werden und jetzt kommt der entscheidende Satz, Frau Kollegin Faulhaber, außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden. Außerhalb der Unterrichtszeit. Genau danach ist gefragt worden, und die Antwort war nicht nur, wie zu erwarten, 83% aller Befragten waren dafür, dass das so ist, sondern mehr als 2/3, 68% der befragten Lehrer waren dafür. Und damit Sie es im Zweifelsfall noch einmal nachlesen können, auch zu Protokoll, die Fundstelle, das ist zu finden im IFO-Schnelldienst, auch Herr Frömmrich kann es dort nachlesen, im IFO-Schnelldienst 17 aus 2016, 69. Jahrgang vom 15. September 2016, dort auf Seite 23. Wortmeldung verzichtet von Frau Kollegin Faulhaber. Herr Schwarz von der CDU hat die nächste Wortmeldung in Ordnung. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, geehrte Kollegen, Herr Kollege Greilich,
Wiederholung ist die Grundlage erfolgreicher Pädagogik. Wenn ich Dinge, die aber nicht funktionieren, die nicht richtig sind, dauernd wiederhole, werden sie dadurch nicht wahr, auch nicht besser. Das muss man zunächst einmal feststellen. Ich könnte dieses zusammenfassen, erste Lesung zu Ihrem Gesetzentwurf zur Lehrerfortbildung, Anhörung zu Ihrem Gesetzentwurf Lehrerfortbildung, zweite Lesung zu Ihrem Gesetzentwurf Lehrerfortbildung, Rede in einer Überschrift aus dem Wiesbadener Kurier, FDP-Vorstoß glatt durchgefallen. Wenn ich nicht so eine große Wertschätzung vor den Anzuhörenden hätte, würde ich es an dieser Stelle dann auch bei bewenden lassen, weil die Vorredner vieles sehr Richtiges gesagt haben. Allerdings auf ein paar Dinge lassen Sie mich dann doch noch einmal eingehen. Wenn man bei 16 Anzuhörenden eine Einzelperson hat, ich darf den Namen nennen, bei einer öffentlichen Anhörung, Herr Heiko Kachel aus Erfurt, noch nicht einmal nichts gegen Erfurt und nichts gegen Thüringen, aber noch nicht einmal jemand aus Hessen. Der Einzige, der Ihnen Ihre Position stärkt und Ihren Rücken wirklich dort frei hält. Und alle anderen 15 sagen, nee, das wird nichts, so geht es gerade einmal nicht, dann müsste das noch ein Stück weit ein Denkanstoß in Ihre Richtung sein, ob Sie da in der richtigen Spur sind. Deswegen, damit wir dem wichtigen Aspekt der Fortbildung vielleicht dann doch noch einmal den richtigen Anstrich verleihen. Sie gehen von falschen Tatsachen aus. Verbesserung der Fortbildung in Hessen machen wir permanent, Herr Kultusminister. Das können wir, glaube ich, feststellen. Diejenigen, die sich intensiv damit befassen, die können das einfach nur bestätigen. Unterrichtsauswahl, den Sie hier konstatieren, findet in Hessen faktisch nicht statt. Wir haben 105 %. Seitdem wir erfolgreiche Bildungspolitik machen, gibt es keinen Unterrichtsausfall mehr. Der wird auch nicht in den Kollegien und schon gar nicht bei den Eltern diskutiert, meine Damen und Herren. Und drittens, wenn Sie von 350.000 Stunden ausgehen, dann müssen Sie schlicht und ergreifend die Fakten zusammenzählen und einfach einmal beschreiben, dass es unterschiedliche Arbeitswirklichkeiten gibt. So gibt es auch Teilzeitbeschäftigte, so gibt es Ganztagsangebote, es gibt Freistellungen und es gibt die Schulleitungen, die ein hohes Maß an Verantwortung dafür haben, dass natürlich kein Unterrichtsausfall stattfindet. Herr Kollege Greilich, Ihre von mir sehr geschätzte Ehefrau ist doch Schulleiterin. Ich gehe davon aus, dass sie auch verantwortungsbewusst mit dem Thema Genehmigung von Fortbildung umgeht. Insofern glaube ich, das ist geübte Praxis und gut und richtig. Deswegen möchte ich hier noch einmal sehr deutlich unterstreichen, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Kolleginnen, wir haben ein Zerrbild, was heute zum Glück hier auch von Vorrednern wieder gerade gerückt worden ist. Die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen leisten vorzügliche Arbeit. Sie arbeiten über das von ihnen erwartete Maß hinaus. Sie haben eine Vielzahl von Zusatzaufgaben, die sie freiwillig aufnehmen, so auch Klassenfahrten, aber auch an Pflichtprogrammen jenseits des Unterrichts, seien es die Konferenzen, sei es Schreibung von Schulprogrammen, seien es die Facharbeitskreise, seien es die politischen Vorgaben wie Ganztag inklusieren oder Flüchtlingsbeschulung oder die Elternarbeit. Und insofern Ihr Gesetzentwurf suggeriert, dass Lehrer systematisch den Unterricht schwänzen. Diesem Bild möchte ich sehr deutlich entgegenstehen, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir vielleicht noch einmal auf die Lebenswirklichkeit der Fortbildung zurück. Wenn Sie sich einmal die Palette der Anbieter anschauen, wer dort alles unterwegs ist, ein Querschnitt von Gesellschaft, ein Querschnitt von Anbietern, über Kirchen, über Verbände, über Unternehmer, alle dabei, dann muss man sich auch die Frage stellen, wann können die das Personal vorhalten, wann stehen Räumlichkeiten zur Verfügung und wie organisieren wir das Ganze. Und dann ergibt sich einfach aus der Lebenswirklichkeit, dass man das Ganze nicht nur am Abend nach 17.30 Uhr machen kann oder in den Schulferien, sondern da muss man flexibel agieren. Und da müssen auch Schulleitungen flexibel reagieren, damit hoch
wertige Fortbildung von Ihren Kolleginnen und Kollegen besucht werden können. Und wenn Ihnen das so ein Herzensanliegen ist, ich habe es in der ersten Lesung schon einmal gesagt, hätte ich mir doch gewünscht, dass Sie Ihre Kultusministerin Kollegin Hensler, mit der ich am Montag dieser Woche noch ein sehr freundliches Gespräch hatte, oder Frau Kollegin Beer, doch in der Richtung, als Sie das Haus geführt haben, entsprechend angestachelt hätten, um dort initiativ zu werden. War Ihnen damals nicht so wichtig. Insofern kann ich Ihren Vorstoß, der auch glatt durchgefallen ist, mit 15:1, nur mit einem gewissen Bedauern im Grunde genommen begleiten. Ich möchte einmal, weil Sie gesagt haben, es gibt ja nur Lehrerverbände, die dagegen argumentiert haben, aus der schriftlichen Stellungnahme der Verband der hessischen Unternehmer und der Schule und Wirtschaft zitieren. Da heißt es, eine generelle und vereinfachende Mussregelung wie eine Regelfortbildungszeit in den Schulferien würde zu kurz bzw. zu eng greifen, nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Ganztagsbetriebs und durch teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte. Genau die Aspekte, auf die ich eben gerade noch einmal abgezielt habe, werden auch vom VHU entsprechend dokumentiert und mit einem Ausrufezeichen versehen. Deswegen, die CDU-Fraktion lehnt Ihren Gesetzentwurf ab. Wir haben vorzügliche Kolleginnen und Kollegen. Die machen vorzügliche Arbeit. Die werden auch vorzüglich fortgebildet. Und weil das gut und vernünftig ist, machen wir das weiter so bei einer 105-prozentigen Lehrerversorgung an den hessischen Schulen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP-Fraktion kann es nicht lassen, das Thema der Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern während der Unterrichtszeit noch einmal hochzuziehen. Sie zieht dafür auch alle parlamentarischen Register, was ja auch nicht zu kritisieren ist, mündliche Fragen, Kleine Anfragen und jetzt also zum zweiten Mal dieser Gesetzentwurf. Man könnte wirklich meinen, die Teilnahme von Lehrkräften an Fortbildungen sei eines der größten bildungspolitischen Probleme dieses Landes. Und die Lehrerinnen und Lehrer würden massenhaft aus ihren Klassen flüchten, um sich dann in Fortbildungsseminaren gemütlich zu machen. Meine Damen und Herren, die Anhörung zu diesem Gesetzentwurf hat in aller Klarheit gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Dass praktisch niemand die Notwendigkeit oder den Sinn einer gesetzlichen Änderung an dieser Stelle erkennt. Und deswegen, lieber Herr Greilich, kann ich Ihnen an dieser Stelle nur den altbekannten Ratschlag geben, von einem Pferd, das man zu Tode geritten hat, sollte man absteigen. Ich will aber für das Protokoll noch einmal hinterlegen, was die entscheidenden Kritikpunkte an diesem Gesetzentwurf sind. Erstens, ja, die Berechnungen sind falsch. Das hat der Abg. Greilich am 22.06. eigentlich schon selbst in diesem Hause anerkannt, nämlich dass die Definitionsgrenze für die Abgrenzung von Unterrichts- und unterrichtsfreier Zeit bei 14 Uhr am Nachmittag verläuft. Das ist einfach eine typisierende Betrachtung, die in Zeiten des zunehmenden Ganztags sowieso an Wert verliert. Aber sie hat natürlich zur Folge, dass alle Fortbildungsveranstaltungen, die vor 14 Uhr beginnen, als Veranstaltungen in der Unterrichtszeit gewertet werden, auch wenn tatsächlich überhaupt kein Unterricht ausfällt, beispielsweise wenn Lehrkräfte in Teilzeit Vormittage, an denen sie sowieso nicht unterrichten, für eine Fortbildung einsetzen. Deswegen, Herr Greilich, wenn Sie sich vorhin auf Adam Riese und Eva Zwerg bezogen haben, möchte ich in Anknüpfung an diese Redensart sagen, Ihre Eva Zwerg, das muss ein Milchmädchen gewesen sein. Zweitens, ich habe auch gleich beziehungsweise auf die Redensart, ohne Urteil über Ihre Korrektheit. Zweitens, in Hessen finden jährlich etwa 8.000 Fortbildungen statt. Ein nicht unwesentlicher Teil davon wird von freien Anbietern durchgeführt. Und alles, was ich höre, ob das draußen in den Schulen ist, gerade auch von Seiten der Eltern, in den Verbänden und in diesem Hause, ist, es müsste eigentlich noch viel mehr geben zu allen möglichen Themen. Wir arbeiten auch daran, das Fortbildungsprogramm noch weiter auszudehnen. Aber, meine Damen und Herren, dafür braucht man Räume, dafür braucht man Referenten, ganz unabhängig von den Planungen der individuellen Lehrkräfte. Und es ist einfach nicht möglich, ein so großes und weiter wachsendes Angebot an Fort- und Weiterbildung ausschließlich in den Ferien und am Wochenende vorzusehen. Drittens. Schon heute wählen Lehrkräfte im Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit Termine, die ihre Unterrichtsverpflichtung nicht berühren.
Ich möchte Ihnen ein ganz prominentes Beispiel aus der Praxis nennen. Wir hatten im September 2016 einen Fortbildungstag Deutsch als Zweitsprache. Ein kompletter Samstag. Die Lehrkräfte haben uns die Tür eingerannt. Es waren Hunderte da, die ihren Samstag geopfert haben, um diese spannende Fortbildung mitzumachen. Das hatten wir auch schon im Jahr davor. Wir werden das auch wiederholen. Ich bin überzeugt, mit derselben Resonanz. All das sieht man am Engagement unserer Lehrerinnen und Lehrer, liegt es wirklich nicht. Und wenn dann doch einmal unvermeidbar ist, dass Unterrichtsstunden tangiert sind, dann werden in den Schulen auch sinnvolle Vertretungsregelungen praktiziert. Das wird auch durch die Schulleitungen gewährleistet. Denn die müssen und können auch nur dann ihren Lehrkräften eine Dienstbefreiung gewähren, wenn dienstliche Erfordernisse, und das ist in allererster Linie der Unterricht, bei Lehrkräften nicht entgegenstehen. So steht es im Gesetz, und dem ist auch von Gesetzes wegen nichts hinzuzufügen. Was ich aber hinzufügen will, meine Damen und Herren, ist eine Prämisse, von der wir in der Tat ausgehen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zur FDP an diesem Punkt, dass Sie nämlich von dieser Prämisse nicht ausgehen. Wir glauben daran, dass Lehrkräfte mit ihrer Verpflichtung zur beruflichen Weiterentwicklung in Absprache mit ihrer Schulleitung, gegebenenfalls dem Personalrat, sehr verantwortungsvoll umgehen und so wenig Stundenausfall wie möglich produzieren. Und ich fand es sehr beruhigend, von denjenigen, die vor Ort dafür die Verantwortung tragen, nämlich beispielsweise vom Interessenverband der hessischen Schulleiterinnen und Schulleiter, diese Prämisse ausdrücklich bestätigt zu bekommen. Meine Damen und Herren, wir sollten ein bisschen mehr Vertrauen zu unseren Lehrerinnen und Lehrern haben und sie in ihrer Professionalität als autonome Entscheidungsträger auch in Bezug auf die Wahrnehmung von Fortbildungen wertschätzen und unterstützen. Und es erstaunt mich schon, dass ausgerechnet der Abgeordnete Greilich, der doch gestern hier noch ein so flammendes Plädoyer gegen die Gängelung und für die Selbstständigkeit von Schulen gehalten hat, in diesem Punkt jetzt plötzlich als Kontrollfreak agiert. Und nicht nur jede Dienstbefreiung im Qualifizierungsportfolio der jeweiligen Lehrkraft vermerkt sehen möchte, sondern auch noch die Schulleitungen und ultimativ die Lehrkräfteakademie zur Überprüfung einspannen will. Was für ein bürokratischer Aufwand, um hier wirklich sozusagen im Idealfall jede Dienstbefreiung en Detail und am besten noch zweimal nachprüfen zu können. Und das ist umso bemerkenswerter, weil das überhaupt die einzige Neuerung in dem vorliegenden Gesetzentwurf ist. Alle anderen Änderungsvorschläge dieses Entwurfs bestehen nämlich ausschließlich darin, Querverweise in das Lehrerbildungsgesetz einzufügen, und zwar auf genau die Vorschrift, die das heute schon regelt und die nach Ansicht der FDP doch eigentlich unzureichend ist. Also, meine Damen und Herren, ein Gesetz soll verbessert werden, indem man auf eine Vorschrift, die bereits existiert, einfach noch viermal zusätzlich verweist. Gut, das hat der Abg. Greilich natürlich auch gesehen. Dafür ist er auch ein viel zu guter Jurist. Deswegen hat er hier auch gesagt, na ja, das muss aber auch in den Köpfen ankommen. Na, ich weiß jetzt nicht, ob in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer das ankommt, wenn man sozusagen viermal noch, wohlgemerkt als Ziffer, ja, den Paragraphen des Gesetzes zitiert, den Sie eigentlich eh kennen müssen. Wir haben hier auch schon gehört von diesem Pult vorhin, dass Wiederholung ja bekanntlich die Mutter der Pädagogik ist. Dass sie auch die Mutter der Juristerei wäre, das ist mir offen gestanden neu. Nein, meine Damen und Herren, das ist einfach nur Symbolpolitik. Und das haben unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht verdient. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, es liegen keine Wortmeldungen vor. Damit kann ich die zweite Lesung abschließen, und wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die FDP-Fraktion. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses, auch wenn ein starker Rest, immerhin. Damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf abgelehnt worden ist.